Rapid Wien holte einen echten Helden ins Team. Naja, zumindest war er ein Held für den Rasenmäher. Aber ganz ehrlich, das Burgenland hat er jetzt auch nicht verdient. Vielleicht hat sich Sturm gedacht, hey, wir brauchen jemanden, der uns mit seinem charismatischen Bart und seiner unvergleichlichen Ausstrahlung zum Sieg führt. Laula 1 paniert, beziehungsweise warte, ChatGPT paniert, denn die KI übernimmt heute unsere Arbeit. Wir haben ChatGPT nämlich eine Transferflop-Elf der österreichischen Bundesliga zusammenstellen lassen. Und ganz ehrlich, das ist schon ziemlich skurril geworden, denn kein einziger dieser Flop-Transfers fand überhaupt statt. Daher auch dieser Fake-News-Button, der durchgehend heute mitgenommen wird. Und Harald, ich würde sagen, wir starten gleich mal durch. Bestes Beispiel für diese Fake-News ist im Tor mit Loris Karius, der ist 2018 angeblich zum SV Mattersburg gewechselt. Was hat die KI da noch dazu hinzugefügt? Welche Informationen? Karius war ein bekannter Transferflop, der aufgrund seiner unzuverlässigen Leistungen im Tor des SV Mattersburg bekannt wurde. Ich meine, unzuverlässige Leistung, das stimmt ja auch. Also im Champions-League-Finale 2018, ein paar Monate davor, im Grunde vor diesem angeblichen Fake-Transfer, stand er mit seinen Patzern gegen Real Madrid im Fokus. Aber ganz ehrlich, das Burgenland hat er jetzt auch nicht verdient. Ich habe ja, weil das Ganze so dumm ist, einfach auch meine Moderationstexte gleich von ChatGPT schreiben lassen. Ja? Ja? Und habe mir auch erklären lassen, wie es dazu gekommen ist. Bitte. Karius, der damals bei einem großen europäischen Verein spielte, wechselt nach Mattersburg, eine Stadt, die eher für ihre beschaulichen Weinberge bekannt ist als für internationale Fußballstars. Vielleicht dachte Karius, hey, ich habe jetzt genug von den Scheinwerfern und der ganzen Aufregung bei den Topclubs, ich will mal was Neues ausprobieren, etwas, das mich zur Ruhe kommen lässt. Schön. Im Grunde hat er sich dann aber 2018 für Besiktas Istanbul entschieden, ist sicherlich nicht weniger ruhig als Liverpool geworden, aber das auf jeden Fall. Unser Torhüter vor Karius schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld und mit Jens Wemmer starten wir auf der Rechtsverteidigerposition. Floppte laut ChatGPT in der Saison 2016-2017 bei Rapid. Wer zum Teufel ist Jens Wemmer? Das ist eine gute Frage, ja. Wemmer wurde 2016 von Hannover 96 zu Rapid Wien transferiert. Obwohl er als erfahrener Verteidiger galt, konnte er bei Rapid nicht an seine vorherigen Leistungen anknüpfen. Seine Defensivarbeit war unzuverlässig und er machte häufig Fehler, die zu Gegentoren führten. Ich finde es ganz strange, denn ChatGPT, ich habe da dann öfters auch nachgefragt und jeder, der dieses Tool kennt, es ist immer wieder auch der Name Jens Wemmer aufgetaucht. Ich meine, er ist 2016 gewechselt, allerdings auch zu einem Verein mit grün-weißen Farben, allerdings Panathinaikos Athen. Vielleicht hat da irgendwie ChatGPT dann etwas falsch zusammengebaut, ja. ein Gerücht, keine Ahnung. Apropos grün, ChatGPT hat mir gesagt, Rapid Wien holte einen echten Helden ins Team. Naja, zumindest war er ein Held für den Rasenmäher. Aber hey, wer braucht schon einen grünen Daumen, wenn man Jens Wemmer haben kann? Also mit dem Zusatz, dass es lustig sein soll, oder was? Ja, Jens Wemmer wird uns sicherlich mit seinem Rasenpflegewissen und seiner Fähigkeit, die perfekte Linie zu ziehen, beeindrucken. Und bei uns beackert er die rechte Seite in der Verteidigung. Neben Wemmer geht's deutsch weiter mit Marvin Kompea, angeblich 2008 zu Red Bull Salzburg gewechselt. Stimmt so natürlich nicht, aber wir haben ja immer wieder auch so Verlinkungen gesucht, die ChatGPT vielleicht auf die Fährte bringen hätte können. Und ja, es gab zumindest mal ein Gerücht, dass Marvin Kompea nach Salzburg wechselt. Mhm. Also damals 2015. Vielleicht wollten sie ihre Mannschaft mit einem Experten für Luftduelle verstärken, denn hey, Kompea war bekannt für seine Fähigkeit, den Ball mit dem Kopf in jeder noch so kuriosen Situation zu treffen. Die lebende KI Harald Brandl, Sommer 2015, angeblich damals im Raum gestanden, ein Transfer von Marvin Kompea zu Salzburg. Er hat sich dann schlussendlich aber entschieden, in Leipzig zu bleiben und Karriereende 2020, ohne jemals das Trikot der Salzburger Roten Bullen zu tragen. Machen wir weiter, beziehungsweise ChatGPT macht weiter und die letzte Position in der Abwehr bekommt Marvin Packerlotz. Angeblicher Sturmtransferflop ohne wirkliche Zeitangabe. Viel mehr kann man da eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, oder? Naja, vielleicht hat sich Sturm gedacht, hey, wir brauchen jemanden, der uns mit seinem charismatischen Bart und seiner unvergleichlichen Ausstrahlung zum Sieg führt. Und da war Packerlotz bereit, seinen Bart und sein Talent in Graz zu präsentieren. Wer weiß, vielleicht wird Packerlotz in Graz eine Revolution entfachen und den Rasen mit seinem Bart pflegen. Was? Das hast du bekommen von ChatGPT? Ja.
Was hast du da für eine Frage gestellt? Ich habe mir nur Moderationstexte zum Transferflop von Marvin Baggerlotz zu Sturm schreiben lassen. Ja, aber irgendwie mit einem lustig locker. Marvin Baggerlotz mit Bart, keine Ahnung. Habe ich nur. Ich weiß nicht mal, wie Marvin Baggerlotz ausschaut. Ja. Aber ja. Na wurscht. Abwehr steht, wir switchen ins Mittelfeld und es geht gleich mal richtig skurril weiter. Marko Stankovic wechselte laut ChatGPT 2016 und jetzt heißt es aufgepasst zu Rapid. Wahnsinn, oder? Dramatisch. Wirklich ein dramatischer Transfer. Er spielte damals 2016 bei Sturm Graz, aber auch hier habe ich auch eine Verlinkung gefunden, denn bevor er bei der Austria unterschrieben hat, war Marko Stankovic schon auch ein Thema bei Rapid, weil da war gerade so ein Gerücht im Umlauf, dass Veli Kabler, glaube ich, zu Hertha BSC wechselt. Und dann hätte man auch Marko Stankovic angedacht. Er hat sich aber im Grunde dann fürs Violette Wien entschieden. Macht auch dann Sinn, die Erklärung. Vielleicht hatten sie das Ziel, ihr Team mit einem wahren Meister der Freistoßkunst zu bereichern. Stankovic war bekannt dafür, Freistöße aus den unmöglichsten Positionen zu verwandeln und die gegnerischen Torhüter zur Verzweiflung zu bringen. Vielleicht dachten sie sich, wenn sie schon nicht immer den Elferpunkt erreichen, können sie zumindest den Freistoßpunkt erobern. Ja, das ist doch schön. Das ist doch wirklich schön. Ich meine, auch ohne Stankovic war der Sommer 2016 aus Rapid-Sicht wirklich ein Transfer-Flop-Sommer der Extraklasse mit Arnold Rausterson, Ivan Mocenic und Maximilian Entrup. Also das sind ja im Grunde alle drei wirklich auch legendär schlussendlich gefloppt. Neben Stankovic, jetzt aber aufgepasst, Renato Sanchez. Laut ChatGPT 2017 in Salzburg gefloppt. Die Wahrheit liegt aber ein paar Kilometer weiter im Westen, nämlich beim FC Bayern. Da hat es im Grunde nicht funktioniert. Also Salzburg gibt es im Grunde nur eine Überschneidung, nämlich das Champions-League-Spiel damals ein paar Jahre später mit Lille. Hätte für Renato Sanchez vielleicht tatsächlich mehr Sinn gemacht. Ja? Vielleicht wollte Salzburg auch die Gegner mit Sanchez beeindrucken, der Technik und Schnelligkeit verwirren. Stellt euch vor, wie er mit seinen Dribblings die Verteidigung in Verlegenheit bringt und den Ball mit einer Geschwindigkeit ins Tor schießt, dass es nur so raucht. Sehr gut. Schön, dass du dir das von ChatGPT hast schreiben lassen. Na, machen wir gleich weiter. Wirklich gefloppt oder sagen wir so, wenig positiv in Erscheinung getreten ist Josip Radosevic in Salzburg damals. Kennt man vielleicht noch aus seiner Zeit in den 10er Jahren. Die KI bringt den Kroaten allerdings mit einem Rapid-Transferflop in Verbindung. 2013 war es angeblich soweit, dass Radosevic in Hütteldorf unterschrieben hat. In Wahrheit hat er allerdings fix beim SSC Napoli unterschrieben. Aber zumindest jetzt einmal ein Kicker, der auch in Österreich gespielt hat. Ja, nicht ganz so weit daneben. Und vielleicht dachten sie, wir brauchen einen Spieler, der uns mit seinen unglaublichen Jonglierkünsten verblüfft. Und da war Radosevic bereit, seine Fußballzauberei in Wien zu zeigen. Ein richtiger Magier, Josip Radosevic. So, und zum Abschluss des Mittelfelds wird es aber jetzt wirklich vogelwild. Ronny Waldo floppte 2019 beim LASK. Als Spieler, also gekommen von RB Brasil und das als Mittelfeldakteur. Was hat da ChatGPT geschrieben? Also vielleicht kannst du das nochmal wiedergeben. Ronny Waldo wurde 2019 von Red Bull Brasil zum LASK transferiert. Obwohl er als vielversprechendes Talent galt, konnte er in Linz nie überzeugen. Seine Leistungen waren unkonstant und er hatte Schwierigkeiten, sich an das österreichische Spielsystem anzupassen. Also Alter, 2019, da war er kein vielversprechendes Talent, sondern damals bereits der Torschützenkönig in Liga 2 und wenn man so diesen Transfermarkt, der Transfermarkt Gerüchteküche oder Archiv Glauben schenken will, dann war Ronny Waldo wirklich mit vielen Vereinen in Österreich in Verbindungen gebracht worden. Mit Ried, Sturm, FAC, SKN, Altach, Red Bull, Salzburg, mit der Vienna, aber im Grunde nie mit dem LASK. Dabei hätte der LASK ja denken können, wir brauchen jemanden, der mit seinen spektakulären Fallrückziehern und akrobatischen Einlagen unsere Spiele auf ein neues Level bringt. Spektakulär ja, aber auch in Linz, aber nicht in Schwarz-Weiß, liebe KI. Defensive und Mittelfeld stehen, wir machen weiter mit dem Sturm-Trio und beginnen mit einem Transfer, der fast wirklich so über die Bühne gegangen ist. Alex Meyer zu Admira, was sagt ChatGPT dazu? Alex Meyer zu Admira. Trotz seiner erfolgreichen Zeit in Deutschland konnte er nicht an seine früheren Leistungen anknüpfen und blieb hinter den Erwartungen zurück. Aber spektakulär. Ja, ganz ehrlich, aber da reisen wir nochmal zurück in das Jahr 2018. Ja. Da gab es ja wirklich dieses Gerücht, beziehungsweise auch ein konkretes Interesse. Laut Admira lag auch schon ein Vertragsangebot für Alex Meyer vor. Der hat seinen Vertrag nicht mehr bei Eintracht Frankfurt verlängert, beziehungsweise man hat sich dann eben auch getrennt nach einer wirklich sehr erfolgreichen Zeit.
und dann hat er eben auch mittrainiert in der Südstadt. Stellt euch nur vor, wie Meier seine Gegner mit seiner beeindruckenden Kopfballstärke dominiert und die Bälle ins Netz buxiert. Mit seiner Größe könnte er fast das ganze Tor abdecken. Und jetzt ein Zitat, was sogar real war. Der damalige Trainer Ernst Baumeister bei der Admira gegenüber Sky. Er sagt, wenn er zu uns kommt, dann macht er das nicht des Geldes wegen, sondern wegen dem Spaß. Scheinbar waren die Trainingszeiten jetzt nicht so lustig, denn er blieb vereinslos und hat dann im Winter 2019 beim FC St. Pauli unterschrieben. Admira und Alex Meyer, der wohl realistischste Vorschlag der KI. Anders sieht es bei unserem Mittelstürmer aus, denn David Villa funktionierte laut ChatGPT überhaupt nicht bei Red Bull Salzburg. Obwohl Villa als einer der besten Stürmer seiner Generation gilt, war sein Aufenthalt bei Red Bull Salzburg im Jahr 2019 ein Transferflop. Villa war zu diesem Zeitpunkt bereits im fortgeschrittenen Karrierealter und konnte nicht an seine früheren Glanzleistungen anknüpfen. Er hat 2019 allerdings in Japan bei Vissel Kobe unterschrieben und dennoch, es hat mal ein Spiel gegeben, David Villa gegen Salzburg, wenn du dich noch zurückerinnern kannst, damals noch als Valencia-Kicker, Champions-League-Qualifikation, das waren so die ersten Qualiphasen unter der Red Bull-Fahne und da gab es dieses Rückspiel mit einem David Villa-Tor im Valencia, im Estadio Mestalla mit 3:0, war Salzburg wirklich extrem nah dran, diese Sensation zu schaffen, kann mich noch gut an diese Partie erinnern, weil Valencia da zum Schluss, ich glaube, die letzten 8 Minuten auch nur mehr auf Zeit gespielt hat, also das war dann zum Teil schon auch ein bisschen erbärmlich, der Spanier. Da hätte man eher geglaubt, dass sie da drüber fahren. Aber im Grunde, ja, dann hat eben dieser Fluch begonnen, im Grunde der Salzburger. Hochlebe der fixe Startplatz in der Gruppenphase. Definitiv. So, im Grunde haben wir fast alle, aber einer fehlt noch. Zum Abschluss, Robert Berić, der Transferflop der Austria im Jahr 2015. Wie geht denn das her? Im Jahr davor im Grunde bei Rapid ganz groß aufgespielt. Ja, und er wurde auch als Stürmer mit Torinstinkt geholt, konnte aber in seiner Zeit bei Austria Wien nicht die gewünschte Torgefahr entwickeln. In Wirklichkeit wechselte Robert Berić 2015 für 7,5 Millionen Euro von Rapid zu Saint-Étienne in die französische Ligue 1. Das ist ebenfalls der Vorschlag von ChatGPT bezüglich österreichischer Transferflops. Ja, wir wissen da werden jetzt viele sagen, ja, die KI, die wird bald eure Jobs übernehmen und bla bla bla. Aber bis dorthin, lasst uns doch noch ein bisschen Spaß haben. Es war im Grunde eine Arzapanier, die ziemlich wertlos ist, aber ich hatte trotzdem meinen Spaß, Harald. War lustig. Haha. Was sagt ChatGPT? Findet ChatGPT diese Ansapanie auch lustig? Ich bin sogar noch drinnen. Ja, mach. Ist das lustig gewesen? Es tut mir leid, wenn der Text nicht so lustig war, wie du es erwartet hast. Ja. Das beantworten im Grunde unsere User auf YouTube auf Laola 1. Bitte abonniert uns weiterhin und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Laola 1 paniert.